Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio Modpack. Wieder mal mit dem lieben Benny alias Kampfratte. Hallo. Ohne Modpack? Ja. Ohne Modpack. Ach ja, Modpack. Ach, habe ich Modpack gesagt? Ja. Oh Mann, Multiplayer, Entschuldigung. Und der Raven Blackbird ist natürlich auch dabei. Hi. Hallöchen. Habe ich Modpack gesagt? Ja, du hast Modpack gesagt. Ja, da sieht man mal, wie durch ich schon bin. Du bist auf dem Zug. Ja, ich merk's schon, verdammt. Ja, wir sind natürlich im Multiplayer ohne Modpack, ja, Vanilla-Version. Genau. Und, ja. Ja. Hat keiner mit, schneide ich einfach raus. Ist das weg? Alle Fails rausschneiden, so gehört sich das. Ich glaube, ich habe noch nie einen Fail rausgeschnitten. Das sind doch auch mal die lustigsten Sachen. Ja. Sonst hättest du ja deinen kleinen Zusammenstoß mit dem Panzer auch rausschneiden müssen. Ja, das wäre ja. Da wäre ich ja schön doof gewesen. Das wäre ja fatal. Alter, das wäre. Uiuiui. Hätte aber auch ein bisschen Erklärungsbitte hervorgerufen, wieso denn so viel Material verschwunden. Genau, wieso da jemand nochmal los musste und Alien-Artefakte holen musste. Ja, so um die 200, gell? Was ist das hier eigentlich für eine komische Mauer? Die endet hier einfach mitten in der Basis. Ja, die musst du noch abreißen. Wird aufgemacht. Ich hab mal die Robotergestelle habe ich mal mit 4 Dreiermodulen gepimpt. Weil wir so ein bisschen Logistikrobotermangel haben, glaube ich. Zumindest sofern wir genug Sachen hätten, die wir verschicken können. Liegt so ein bisschen an mir, weil ich hier die ganze Zeit die Aufträge. Also Logistik, ja gut. Bauroboter-Aufträge gebe, wollte ich sagen. Ja, Construction-Roboter sind auch 0 von 129 verfügbar. Also sind voll ausgelastet bei dir. Ja klar, also. Ehrensache, hä? Gibt eine Errungenschaft faul, kein Gegenstand im Inventar craften, oder? Nee, nur 100 Stück, glaube ich, ne? Bei 111. Ja. Darf man nicht. Das gilt dann aber, wenn man einen Greif abbaut, das gilt dann aber auch das Elektromodul. Zählt dann aber auch als separater Schritt. Alles. Ich hab's mal versucht, es ist nicht leicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich baue jetzt mal noch eine komplette Kupferproduktion an. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Oder könnte sein, dass deine Construction-Roboter jetzt mal kurz woanders hinfliegen. Dann muss lieber nicht. So, du freust dich schon, siehst schon, ah ja geil, jetzt kommt genau das, was ich brauche, und dann drehen sie genau dann um, weißt du? Ja. Ja, nicht das erste Mal. Ja. Das Gemeine war nur, danach sind sie auch zu irgendjemand anderen von euch geflogen. Wie das? Hallo? Ja. Ja. Ach, ich habe mich gerade gefragt, warum ich das nicht bauen kann. Das sind schon schnelle Fließbänder. Ich denke also, warum kann ich da keine schnellen Fließbänder hinmachen? Aber das waren schon welche. Okay. Ja. Vielleicht sollte ich einfach schlafen gehen. Ach nö, noch nicht. Ach nö. So lange sind wir auch wieder nicht dabei. Ich kann ja schlafen, ihr spielt weiter, das wäre auch eine Idee. Ja. Machen wir halt ausnahmsweise mal eine 5-Minuten-Folge. Ja, Freunde, das war's. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Ja. Ach ja. Nein, es ist ja noch früh. Wie spät haben wir es überhaupt? Ich habe gar keine Uhr hier. Oh, meine ist stehen geblieben. Ja, wir haben 20.14 Uhr. Ach, doch schon so spät. Ja. Cool. So, neues Kupfer kommt. Ich hoffe mal, es reicht noch hier mit der Produktion, was wir hier haben.
könnte er eigentlich das damit anschließen, oder? Das ist ein Fließband-Dschungel, den ich hier gebastelt habe. Das ist der Hammer. Darfst du keinem zeigen. Und es reicht immer noch nicht an Kupfer. Es ist immer noch zu wenig. Dann machen wir noch eine Produktion dahinter. Ist ja egal. Bams. So, die Roboter sind wieder beschäftigt. Sieht gar nicht so schön aus. Und noch mal ein bisschen. Oh, der Rest wird geliefert, cool. Mach besser. Der Rest wird geliefert. Ich habe hier gerade einen gewissen Energieengpass entdeckt. Ach ja. Das unabschmierbare Kraftwerk. Ist abgeschmiert, yay! Das liegt vielleicht daran, dass ich hier gerade Hochöfen ohne Ende baue. Lichtbogenöfen meine ich. Und ich jetzt noch einen neuen Block anklemmen werde. Werde den Kohlefluss beschleunigen. Nichts am Kohlefluss? Momentan ja. Okay. Wo brauchst du Kohle? Muss gerade mal gucken. Ich habe gerade erstmal die Fließbänder aufgewertet in rote. So, die Kapazität. Wir sind modern. Wir haben schon rote Fließbänder. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die habe ich bei der Munitionszufuhr abgebaut. Was sagt überhaupt unsere grüne Schaltkreisproduktion? Verbrauch 780, Produktion 1,2k. Perfekt. So ist das schön. Aber jetzt kackt unser Eisen ab, verdammt. Das kann am Strommangel liegen, oder? Ja. Ja. Jetzt nochmal in welche Richtung Kohle? Die Kohle wird momentan unten unterhalb des Sees ins Kraftwerk eingespeist. Das Kraftwerk, Moment, warte mal, ich sehe hier eine nicht ganz so stabile Kohlelinie. Ja, du bist gerade oben. Ja, hier kommt auch deutlich wenig, zu wenig Kohle an. Aber das kann ich schnell regeln, das kann ich hier geschwind umlegen vom Zug aus. Ja, und dann musst du noch einmal hier unterm See hergehen. Oder wir könnten auch mit Landfill drüber gehen. Dann einmal darüber. Weil wenn du eh hier oben bist... Warte mal, wir könnten das hier runterlegen. Ja. Hier, Benny, guck mal gerade. Kunde? Hoch, 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 links, hoch. Hier, dieses andere rote Fließband hier, ja? Siehst du das? Ja. Das kannst du auch noch an Kohle anschließen. Das lege ich dann jetzt rüber an die Produktion unten da. Okay. Ja, ich muss jetzt hier erstmal gucken, wie ich um das Eisen drumherum komme. Ah, jetzt geht das Tricksen los. Einmal oben rum, einmal unten rum. Ich habe ja extra ein Kohle-Doppelband gemacht. Ja, es würde auch ein einfaches reichen. Wenn du ein schnelles nimmst, reicht auch ein einfaches bei Kohle. Okay. Aber wenn die Logistik läuft, dann... Läuft's. Läuft das alles viel, viel schneller. Da haben wir Landfill automatisiert? Nee, ne? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das können wir schnell bauen. Ja. Ja, das geht sehr schnell, wenn man einen Stein hat. Und die Ziegel. So, warte mal, hier fehlt Kohle. Wir brauchen Kohle. Ich würde den Kohlezug mal einschalten. Ja, kannst du machen. Das ist seine Aufgaben? Normalerweise schon, ja. Dann hier noch plus Kraft voll.
Speicher noch plus Alea. So, ich leg dir das mal mit einem Teiler hier dran, ja? Mr. Raven. Ja. Kannst du gerne machen. Versuche hier unten den Kohlefluss ein bisschen zu beschleunigen. Also, sofern der Benny hier das Fließband fertig hat, geht's weiter. Können wir eigentlich noch mehr Logistik-Anforderungsplätze erforschen? Kannst ja gucken, kannst ja eh was Neues forschen. Nein, der Benny ist der Forschungsbeauftragte. Was? Der Benny ist der Forschungsbeauftragte. Inventar-Logistikplätze, ja, können wir. Machen wir mal, hä? So, Kohle kommt. Teilweise haben die auch nicht volle Wasserleistung, aber haben trotzdem volle Leistung. Bisschen pimpen. Dum, 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 da, da, dum. So, Kohle läuft. Sehr gut. Sagt eigentlich der Kunststoff, der dümpelt hier so ein bisschen vor sich hin. Auch mal abchecken gehen. Yo, Checker. Checker. Check, check, yo. Kein Petroleum, was da los? Falls jemand Lust hat, kann er auch den Kunststoff verlegen. Also auf die Kunststoffbahn, die stört da so ein bisschen. Oh, wir haben kein Öl mehr. Auf dem Weg zum Außenposten habe ich, glaube ich, 4 Ölfelder gesehen, rechts von uns. Ja, Öl haben wir genug. Ich muss nur die Förderpumpen umbauen. Aber habe ich Rohre? Bisschen, ne? Duma muss mal wieder sein Rohr verlegen. Ja. Als gelernter Rohrverleger. So, anderes Thema. okay, ich wechsle das Thema zu Eisenkack ab. Ah, das ist, ja. Leider nichts Neues. Verlass mich da voll auf euch. Ach ja. Dann bist du verlassen. Wollte ich gerade sagen. Ist aber ganz, ganz schlecht. Ihr wisst, was mit Logistikrobotern passiert, die nicht ordnungsgemäß arbeiten. Ja, und du weißt, was mit Leuten passiert, die nicht für genügend Strom sorgen. Ich bin dabei. Jetzt gibt der Gas. Dann mache ich nämlich den Byrox und überfahre dich einfach mit dem Panzer. Genau. Oder fahr einfach mit dem Panzer da oben durch die Turbinen durch. Ja, nee, die sind jetzt beide das ist ja wirklich der Begriff des Jahres, ey. Byrox. Vorsichtshalber habe ich sie entfernt. Wir müssen uns eh mal eine neue Stelle für die Energie suchen, weil wassertechnisch ist das ja auch ganz schön begrenzt hier, was den Platz angeht. Eventuell oben da so ein bisschen von dem Wasser mit einnehmen, oder? Überm Öl. Du kannst ja mit Landfill einen Steg machen, wo du dann eine Reihe Pumpen dann hinsetzen kannst. Ja, aber nur Pumpen bringen ja auch nicht viel. Muss ja die Rohre auch dann haben. Der unterirdische kannst du auch unter Wasser machen, wenn ich es richtig weiß. Ja, das geht, aber wir müssen ja das Wasser zu den Dampfmaschinen irgendwie hinbringen. Würde ich den ganzen Kram auf einmal abreißen, aber dann haben wir ein echtes Problem. Das, was hier ist, kann ja stehen bleiben, aber wir müssen dann irgendwo neu anbauen. Wie können wir eigentlich noch Eisen pimpen?
Wir müssen den Strom ans Laufen kriegen. Wir haben im Moment, der Strom kackt im Moment ab, deswegen laufen die Maschinen nicht voll. Wenn du drauf guckst, die haben Elektrizität ja. Alle nur so 3/4%. Ja, hier raucht auf einiges, aber nicht alles, oder? Doch. Ne? Wo raucht nichts? Wer raucht? Ja, hier oben die Maschine Leistung, die hat fast keine Leistung hier. Dieses Kraftwerk ist wie eine Wand, man kommt nicht durch. Sieht aber alles. Ja, die haben kein Wasser hier oben, das ist das Problem. Bei diesem Pumpwerk ist das auch kein Wunder. Kommt zu wenig Wasser durch. Ah, ich komme hier nicht durch. Hm. Ja. Haben wir Rohre automatisiert, Neger? Ja. Ja? Ja. Guck mal da, wo der Stahl gemacht wird, da sind auch Rohre. Schau doch mal an, mal gucken, vielleicht kommt ja was. Warte mal, müssen hier mehr Pumpen rein? Ich glaube einfach, das Wirrwarr ist einfach zu heftig. Na, alle Pumpen hier am Stück. Ja, man müsste das gleichmäßig bauen, weißt du? Eine Pumpe für eine Reihe, fertig, boom, nächste. Aber wenn du so alles miteinander irgendwie verbindest, dann ist das so, ja. Ja. So halt, wie es jetzt ist. So ist es dann. Hör mal, hier war das Ganze ja noch halbwegs geordnet, gell? Oh, Dampfmaschinen. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun, als hier noch Ölpumpen anzubauen. Das Plastik stört. Den Strom völlig zum Abschmieren zu bringen. Hier die Linie hier. Ganz links. Ja. Ja, ich. Ist es rot? Das ist rot. Rot reicht, oder? Wie weit rüber brauchst du es? Also wenn noch Pumpen gebaut. Am besten wenn es da ganz verschwindet, weil da. Ich habe das Gebiet erweitert, um das Kraftwerk da zu ordnen. Ja gut, ganz verschwinden geht nicht, es muss nach unten. Lass dir was einfallen. Eiskalt, das für Seifert. Sieh aus, als wäre das mein Problem, Alter! 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 Ja, jetzt kackt der Kunststoff ab. Okay. Nein, kackt eigentlich noch nicht ab. Da unten ist er noch, aber oben kommt schon zu wenig nach. Also es wird sich so langsam... Ja, weil ich das Fließband schon umgebaut habe. Nee, es ist im Moment einfach zu wenig Saft da. Ich nehme jetzt mal Mauern und alles mit und dann erweitere ich mal oben, dass wir da Platz kriegen. So, ein paar hiervon noch und ein paar hiervon und hiervon und das reicht erstmal. Die Spender sind automatisiert und Anbieterkisten, oder? Anbieterkisten sind nicht automatisiert, nee. Nee, ich meine, ob die Fließbänder... Wolltest du jetzt hier noch Dampfmaschinen hinbasteln? Meinst du, das kriegst du hin mit dem Wasser? Ich mache eine Blaupause. Ach so. Da kann man ja nicht richtig arbeiten. Dann kannst du ja ersetzen lassen. Weil ich hätte jetzt hier oben einfach die Mauer hoch erweitert, sodass wir da, ja, hier oben an das Wasser anschließen können. In die Fließbänder. Dafür brauchen wir auch die Blaupause, das macht keinen Unterschied. Boah. Echt, hey, das ist ja Labyrinth. Wo komme ich hier durch? Das weiß niemand. So, warte, ich mache hier direkt mit Lasertürme. So. Alter. Ich denke mal, das sollte so gehen. Warte mal, wo habe ich angesetzt? Da, also muss ich da aufhören. Da muss aber noch ein Lasertuch bei.
Ups. Es ist so still. Dum, 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 dum. Hä? Achso, das wird alles gebracht, lol. So, wer tut dich denn da? Okay, jetzt haben wir hier oben auf jeden Fall noch mal ein bisschen Platz und da kommt schon wieder eine riesige Alien-Armee angerast. Die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Die Säcke. Oh. Oh, die Lasertürme rasten aus. War nicht gut, dass ich gerade den Strommast abgeklemmt habe. Natürlich auch nicht so stromförderlich mit Lasertürmen, aber hey. So, ich würde sagen, hier einfach einen Teiler rein und dann ja, passt das. Da beantwortet doch jetzt. War gerade ein Leck. Okay. So, der erste Teil wäre geschafft. Müsste dann nur noch jemand die Kraftwerke vielleicht automatisieren, falls jemand nichts zu tun hat. Welche Kraftwerke? Die Dampfmaschinen oder was? Dampfmaschinen, ja. Ja. Nee. So, hier. Okay, die Mauer ist überschritten. Ah, da bin ich gerade am Abreißen hier. Ich würde hier dann erstmal vom See. Ja, wir können uns das ja mit Landfill gerade machen und dann haben wir das einigermaßen ordentlich. Weltverschmutzung. Würde ich jetzt sagen. Also ich würde hier die Linien so setzen wollen. Jetzt ist das nicht so gerade geworden, aber. Die Maschinen meinst du jetzt? Ja, so habe ich es auch gedacht. Okay, und dann machen wir uns hier rechts halt noch so eine Ecke mit Landfill, dass das genau gerade ist. Und dann haben wir das ganz ordentlich da stehen. Das ist doch eine Idee, oder nicht? So, wie viel Landfill kann ich denn bauen, wenn du gerade haben möchtest? Zwei. Das ist nicht. Also wenn du mal einen Zug voll hast, dann weißt du, dass der innerhalb von wie vielen Minuten leer ist? Weiß nicht, wir haben es nie ausgetestet. Aber es hat, ist, der Zug ist bis heute noch nicht voll, ja. Aber es ist mit Sicherheit, also es ist, dauert keine 10 Minuten. So, Freunde, ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende. Nee, das kann doch nicht sein. Oh doch, das kann sein. Ja, ich bin sowas von am Ende. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier oben weiter und werden dann mal gucken, wie wir das energietechnisch hier schnellstmöglichst in den Griff kriegen. Dass wir hier wieder, ja. Fehlt hier oben ein Knicki? Tatsache. Habe ich auch schon geguckt. Ja, fehlt da einer. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Der Raven hat heute das letzte Wort. Eine Weisheit, keine gute Tat bleibt ungesühnt.